Also. Oha. Okay, also als Mensch geht es tatsächlich ein bisschen schneller. Ja, machen wir das mal so, oder? Da kommt schon wieder ein Zombie. Stirb. Sterbi. Wir können dann halt nur ein bisschen langsam voran. Aber solange wir Clay in Sicht haben, können wir das ja so machen. Da habe ich ja kein Problem mit. Und wir können ja relativ lange jetzt dank Aqua Affinity auch die Luft anhalten und so. Nee, warte kurz. War das Aqua Affinity? Respiration war das doch, glaube ich, oder? Gut, dass ich die Verzauberung alle so gut kenne. Auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall keine, auf jeden Fall, Atemprobleme mehr. Warte kurz, gilt das auch für... Warum höre ich hier gerade einen Creeper sterben? Ach, da ist ein Creeper ertrunken. Okay. Hilfe. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Nervt doch nicht. Oh. Eisen. Und so einfach findet man Eisen. Warte, irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Ach genau, ich wollte fragen. Oder mich hat gerade interessiert, ob das auch andersrum funktioniert. Wir haben ja, wenn wir Tintenfisch sind, ist das ja umgekehrt. Dann können wir quasi nicht längere Zeit an Land leben, weil wir dann quasi ersticken, sozusagen. Ist ja wie bei Fischen und so. Ich weiß gar nicht, haben Tintenfische Lungen? Müssen die eigentlich, oder? Nicht Lungen, Kiemen, meine ich. Müssen die eigentlich. Also bei Fischen ist es auf jeden Fall so, die haben Kiemen. Und die Kiemen sind halt dazu da, um die Luft aus dem Wasser sozusagen rauszufiltern. Wenn die Luft aber nicht ans Wasser gebunden ist, quasi, dann kann der Fisch die Luft nicht aufnehmen. Also der wäre quasi, wenn er in der Lage wäre, die Luft aufzunehmen, in der Lage, an Land zu überleben. Aber kann der halt nicht, weil der dafür Wasser braucht. Der braucht irgendeine Flüssigkeit, wo ja die Luft mit transportiert wird sozusagen. Weil halt die Kiemen sozusagen sein Atmungsorgan sind und der nicht einfach so durch den Mund atmen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob ein Fisch irgendwie so einen Speicher hat, aber ich glaube nicht. Ich glaube die... Also so gut kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, aber ich vermute einfach mal, dass die Luft direkt von den Kiemen ins Blut geht. Aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht, also sorry, falls ich was Falsches erzähle. Da seid ihr gefragt, da müsst ihr dann in Biologie ein bisschen besser aufpassen. Dann könnt ihr mir sowas erzählen. Wer greift mich denn? Oh, hier ist ein, okay, ein Night Reaper. Dann Night Reaper mich halt, ist in Ordnung. So, ich wollte das jetzt mal austesten. Was passiert, wenn ich als Tintenfisch jetzt hier an Land gehe? Flap. Hey, das funktioniert tatsächlich. Wir können als Tintenfisch relativ lange an Land überleben. Dadurch, dass wir jetzt Aqua Affinity und Respiration haben. Ich glaube, Aqua Affinity war das, um schneller abzubauen, und Respiration war das, um besser zu atmen. Ich glaube, so rum war das. Aber wie gesagt, sicher bin ich mir da jetzt gerade auch nicht. Und ich bleibe jetzt einfach ein Tintenfisch, weil ich keine Lust habe, die ganze Zeit wieder zu switchen und so. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir mitnehmen wollen. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir machen einfach unser Backpack voll, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wobei, das letzte Mal hatten wir ja keine verzauberte Schaufel und keinen Aqua Affinity und so. Warte mal, ich mach mal alles ins Backpack. Pow. Ja, ich glaube, wir machen nicht das ganze Backpack voll. Das wird mir ein bisschen zu lange dauern. Was denn hier eigentlich? Immer diese Bugs. Mann, Mann, Mann. Also, da haben wir noch. Ich finde es übrigens interessant. Es gibt ja unterschiedliche... Also für Minecraft gibt es ja mal Updates. Das solltet ihr mitgekriegt haben. Und... Es gibt auch teilweise Updates, dass halt Gebiete dazukommen, quasi Biome dazukommen und sowas. Beispielsweise in dem, ich weiß gar nicht, war das 1.8? Ich glaube, das war die 1.8, wo eine neue Art von Meeren, so quasi Ozean, dazugekommen ist. Vorher gab es ja nur eine Art von Meer, da war dann, glaube ich, unten immer so Sand und Dreck im Meer. Obwohl, war das 1.7, oder? Weil hier gibt es das ja auch, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall, irgendein Update gab es mal und da haben die Biome vom Ozean geändert. Sodass halt der Boden des Ozeans anders aussah. Da war dann, ich glaube vorher war Sand und Erde über den kompletten Boden verteilt. Und danach haben die das halt so geändert, dass der Boden mit Kies generiert wurde. Kann auch sein, dass es andersrum war. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Dafür ist das schon zu lange her, das Update. Auf jeden Fall finde ich es ziemlich interessant, dass die sowas beispielsweise hinkriegen, dass das in der Welt generiert wird. Weil wir hatten beispielsweise, wir haben einen Minecraft-Server, habe ich ja mal erzählt. Da bin ich Admin und so. Und in der Hauptwelt, wir wollten eigentlich so die Hauptwelt nie regenerieren oder so, sondern die sollte eigentlich immer so vor sich hin existieren, dass die Leute da bauen können und so weiter und so fort und dass das da alles so entsteht und wir wollten halt nichts löschen davon. Anders als in der Abbauwelt, die wir hatten, die wollten wir halt regelmäßig regenerieren. Deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt neue Biome angucken wollen, dann regieren wir einfach, dann regenerieren wir einfach die Abbauwelt und dann können wir uns da die ganzen neuen Biome angucken und sowas. Aber so Biome, die quasi schon vorhanden waren, wie der Ozean, der wurde einfach überschrieben quasi. Also der wurde sogar in der Hauptwelt so abgeändert, dass der, dass wir jetzt auch in der Hauptwelt diese Neuerung hatten. Und das, obwohl wir halt das Gebiet nicht regeneriert hatten oder so. Und das fand ich interessant. Da gab es auch noch irgendwas anderes. War das mit den Wassertempeln? Irgendwann in irgendeinem Update kamen ja Wassertempel dazu. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, es wurden sogar nachträglich Wassertempel generiert. Halt in einer schon existierenden Welt. Also wir hatten die Welt schon komplett aufgedeckt und so. Und es wurde halt nachträglich trotzdem nochmal was generiert. Das fand ich ziemlich interessant. Ich würde mir wünschen, dass das immer so ist. Dann könnte ich beispielsweise auch hier in dem Projekt einfach mal so mittendrin irgendwelche Mods einfügen, die neue Blöcke hinzufügen oder sowas. Das wäre an sich nicht schlecht. Wenn es halt irgendwann mal nichts mehr zu tun gibt, sage ich mal in Nevermind. Ich meine, wir haben ja jetzt immer noch ab und zu ein bisschen was zu tun und wenn nicht, dann machen wir uns halt was, ne? Aber wenn es halt nichts mehr zu tun gibt... Was ist denn das? Ach so, ich dachte schon, das Huhn hat keinen Kopf, aber das steckt einfach mit dem Kopf in der Wand drin, okay. Ich dachte schon, es gibt einen Head, der von einem Spieler dann den Kopf verschwinden lässt oder so. Das wäre ja mal witzig. So, aber das fände ich relativ cool. Wenn so, das geht halt in Minecraft eigentlich nicht. Deswegen fand ich es ziemlich interessant, dass das halt bei den Sachen nachträglich ging. Aber eigentlich, wie man das so aus Mods kennt, wenn du einen Mod einfügst, der neue Blöcke hinzufügt, beispielsweise so ein Mod wie Industrial Craft, für den brauchst du halt so neue Erze so, und neue Metalle, sowas wie Kupfer und Eisen und so. Nicht Eisen, Eisen gibt's schon, verdammt. Silber meine ich. Und sowas alles. Und ja, um das halt dann zu realisieren, musst du in ein neues Gebiet gehen. Also in ein Gebiet, das noch nicht generiert wurde. Aber du kannst diese Blöcke nicht in einem Gebiet generieren lassen, das schon mal generiert war. Weil in dem schon generierten Gebiet, da sind natürlich überall schon Blöcke. Da ist schon alles voll an sich. Und da können dann nicht nachträglich einfach so Blöcke reingeneriert werden. Aber bei dem Minecraft-Update haben die das halt trotzdem irgendwie geschafft. Das fand ich interessant. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ich weiß gerade nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin, aber ich wollte einfach mal drüber reden. Und unser Inventar ist fast wieder voll. Machen wir erstmal Papa. Und dann nehmen wir noch hier das mit. Ich glaube, dann reicht es aber auch erstmal, oder? Was ist denn das für ein Kopf? Guck mich mal an. Achso, das ist dieser Dingsbums. Genau, dieser Typi, der sich an deinem Gesicht festhält quasi. Facehugger heißt der, genau. Sehr cool. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich meine, wir nehmen so Geschenke ja gerne an und so. Hat ja niemand was gegen. Wenn du uns das freiwillig schon gibt, ich meine, da will ich dann nichts gegen sagen. So machen das die Leute bei mir komischerweise immer. Die geben mir immer freiwillig Sachen, auch in Real Life. Nee, natürlich nicht. Sonst werde ich hier noch als Mörder abgestempelt oder so. Hilfe, Hilfe. Ach ja. Das ist immer so ein Problem. Man weiß immer im Internet nicht, was man so erzählen darf, weil die Leute das teilweise zu ernst nehmen und dann, ja, wirst du ganz schnell in eine Schublade geschoben und wirst abgestempelt. Traurig, aber so ist das. Deswegen mag ich es eigentlich so, ich mag es eigentlich viel mehr, so einen kleinen Kanal zu führen. Kann ich ja mal darüber reden. Es gibt zwar viele Leute, die sagen, yo Mike, voll schade, dass du wenig Abonnenten hast und so und wenig Aufrufe und alles. Und dann sage ich halt immer, hey, kein Problem, ich finde es viel cooler, so für eine kleine Abonnentenanzahl Videos zu machen, wenn ich halt weiß, dass die regelmäßig meine Videos gucken.
Das finde ich viel cooler. So, anstatt irgendwelche Leute zu haben. So, keine Ahnung, ich sehe das halt bei größeren YouTubern. Dann haben die Zuschauer, die denen quasi hinterherrennen. Und, keine Ahnung, das wäre halt nichts für mich. Ich finde es cool so, so wie es jetzt gerade ist. Dann, ich weiß nicht, ich weiß halt, was ich so in den Videos erzählen kann. Ich weiß, dass die Leute korrekt sind, die meine Videos schauen. Und, ja, ich weiß halt einfach, dass es niemanden gibt, der mich für irgendwas verurteilt, sage ich mal. Wenn ich jetzt größerer YouTuber wäre, dann müsste ich halt viel mehr aufpassen, was ich so erzähle und was nicht. So kann ich halt einfach ich sein. Das finde ich ziemlich cool daran. Klar, wäre natürlich nice, wenn ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen würde, aber ich meine, ich habe jetzt schon über 3200 Abonnenten. Das ist holy moly. Das ist nicht wenig. Bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf. Ich hätte halt nie gedacht, dass ich es überhaupt mal so weit schaffe. Und an sich habe ich das zurzeit auch ehrlich gesagt gar nicht verdient, weil ich schon ein bisschen faul bin, sage ich mal. Ich habe es immer noch nicht hingekriegt, wieder 2 Projekte pro Woche aufzunehmen und zu rendern und alles. Weil ich einfach, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen zu faul bin zurzeit. So, ich habe irgendwie keine Motivation aufzunehmen, das zu rendern und dann hochzuladen. Sondern ich sitze halt lieber mit Leuten im Discord und zocke so ein bisschen, ohne dabei immer die Aufnahme nebenbei laufen zu haben. Mal gucken, irgendwann werde ich wieder ein bisschen was aufnehmen, vielleicht mal ein bisschen Rocket League, weil ich das in letzter Zeit viel spiele. Aber, ja, ich weiß nicht. Zurzeit irgendwie nicht so. Rocket League ist auch wieder so ein Spiel, so Competitive-Spiele will ich allgemein irgendwie nicht aufnehmen, bevor ich einigermaßen was kann. So. Ich will, ja, also ich will jetzt nicht irgendwie perfekt in dem Video wirken oder so, aber ich will halt nicht wie der größte Noob wirken. So. Ich will schon so ein bisschen Spielerfahrung haben, ich will einigermaßen gute Schüsse machen können und so, damit es halt einfach spannend ist zuzuschauen. Ich will halt nicht so ein komplett unspannendes Video raushauen, weil ich finde es immer, ja okay, es ist auch lustig zu sehen, wie jemand fällt und sowas, ist klar. Aber ich finde es immer schöner, wenn, ja, wenn man halt wirklich was zu sehen bekommt. Wenn man sieht, jo, der hat das Spiel verstanden, der weiß, wie der Hase läuft und so. Warte, hier oben hatten wir doch noch ein bisschen was. Ich wollte eigentlich aufhören mit Abbauen, ne? Jetzt machen wir doch fast das Backpack voll. Ich glaube, ich höre jetzt auf. Habe ich zwar eben gerade auch schon mal gemacht, aber jetzt mache ich das wirklich. So, auf jeden Fall, sowas wollte ich halt nicht machen. Also hiermit, dass ich einfach irgendwie so komplett random aufnehme und dann nichts auf die Kette kriege. Das ist einfach nicht das, was ich will. Sondern ich will, wenn dann halt schon ein bisschen was Gescheites zeigen. Vielleicht mache ich sogar irgendwann mal so eine Montage oder so, ich weiß nicht. Müsste ich mal ein paar Replays für speichern, in denen ich gute Schüsse gemacht habe. Aber da denke ich natürlich nie dran. So, hier rennt mir jetzt natürlich alles hinterher, aber ich ignoriere die mal gekonnt. Warte mal, wo müssen wir denn eigentlich hin? Oh, okay. Ich highlighte mir einfach das Haus mal. Oh, wir haben da sogar den Wegpunkt an. Upsala, okay. Augen auf, das hilft beim Gucken, ne Mike? Machen wir den Highlight wieder aus. Ach, das ist gar nicht. Ach so. Das ist ja cool. Okay, das wusste ich gar nicht. Ist mir bestimmt schon mal vorher irgendwie aufgefallen. Aber wenn du, ist mir jetzt gerade aufgefallen wieder. Wenn du einen Wegpunkt highlightest, dann ist der Wegpunkt eingeblendet quasi. Aber wenn du ihn enthighlightest, dann ist er wieder ausgeblendet. Finde ich an sich ziemlich praktisch, sag ich mal. Weil du halt weißt, wohin du gehst, wenn du einen Wegpunkt gehighlightet hast.